Packende Ringreportage, präsentiert von folgenden Firmen: Draxler Haustechnik, Willisal. Brack, besser online einkaufen. Stutzbau bietet Lehrstellen. Raiffeisen. Swiss Helikopter, Ihre kompetente Partner für alle Helikopterflüge und Helikoptertransport. Lehrmilchtechnolog, bewirb dich jetzt bei der neuen NAFMILCH AG. Achtung, es geht schnell. Abpfiff, Angriff, Schultersieg. Stevie Reichmuth ist parat, fit für die WM übernächste Woche. Stevie Reichmuth gegen Fabian Arek, das ist ja losgegangen wie Kanone. Weißt du, was du denkst? Ja, ich habe gewusst, ich mache gerade von Anfang an gerade Druck und er ist mir dort gerade schöne Hochschwung hier und habe gerade den Sack zu machen. Der Kampf gegen Simon Aregger dauert gerade mal 29 Sekunden. Einer von 9 Siegen gegen Hergiswil. Bilanz drückend, genauso wie die Situation hier. Willisau gewinnt das Derby 31 zu 5. Wären alle Duells so rekordverdächtig schnell fertig. Die Zuschauer wären nach 5 Minuten wieder heim. 3 Stunden Parkgebühren an die Stadt, zu viel zahlt. Der Stevie Reichmuth zu seinen WM-Ambitionen. Ich nehme es Kampf für Kampf. Also das Erste, was mich fokussiert, ist der erste Kampf. Wenn ich den gewinne, geht es zum zweiten. Und alles andere ist auch wichtig. Ich weiss, es kann ganz weit vorlängen. Aber der Fokus ist beim ersten Kampf. Sehen Sie das ganze Interview in unserer ausführlichen Reportage am Dienstag. Und auch auf dem YouTube-Kanal von Telenav. Für Ringe-Fans, YouTube abonnieren, alles genau sehen und nichts mehr verpassen. Zu den positiven Überraschungen vom Abend für Hergiswil zählt das Duell gerade nach der Pause. Raffi Kaufmann in Blau gegen Dominik Bosser. Der Raffi Kaufmann zeigt einen starken Kampf, knöpft dem Dominik Punkt und Punkt ab. Am Schluss steht es 2 zu 4. Für Hergiswil der einzige Sieg vom Abend. Raffi Kaufmann, gewonnen gegen Dominik Bassett. Wann hast du gemerkt, da liegt etwas drin? Ja, ich habe mir eigentlich von Anfang an erhofft, dass etwas drin liegt. Also, wenn man in den Kampf hier geht, versuche ich grundsätzlich zu gewinnen. Jetzt heute ein Derby-Affischer gesehen. Willisau hat momentan ein super Kader, aber ich glaube, unsere Leute haben mit Herzblut gefightet. Es reicht momentan noch nicht so, sie sind noch jung. Aber für mich persönlich, ich bin natürlich froh, dass ich den Sieg holen konnte, aber es wäre schön gewesen, wenn der eine oder andere auch noch ein bisschen das Glück auf seine Seite zwingen heute. Ja. Für Willisau der Start der Saison gelungen. Nach dem 13:23-Sieg letzte Woche gegen Schweizer Meister Kriesere. Jetzt ein wuchtiges 31 zu 5 gegen Hergiswil. Dazu der Greco-Trainer. Philipp Rohrer, 31-5 gegen Hergiswil gewonnen. Haben Sie hoch gerechnet? Naja, so hoch natürlich nicht. Da ist natürlich schon einiges heute gut für uns gelaufen. Aber beim Wiege konnte man natürlich schon sehen, dass es heute 10 Kämpfe gibt, wo man alle 10 auch gewinnen kann. Aber im August gibt es einige enge Kämpfe und wenn man dann 9 gewinnt am Schluss, dann ist man natürlich zufrieden und kann auch, denke ich, stolz auf die Mannschaft sein mit der Leistung. Ja. Was war entscheidend, dass Sie gewonnen haben? Naja, ich denke einfach, dass im Moment unsere Mannschaftsstärke einfach deutlich über der von Hergiswil liegt.
Das liegt einfach daran, dass Hergiswil sich im großen Umbruch befindet, den sie vorantreibt, auch zu Recht vorantreibt und auf die jungen Kräfte setzt. Und ich denke, da muss man den Sieg auch ein wenig relativieren. Aber entscheidend ist natürlich, dass unsere internationale Toplüte heute allesamt eigentlich zu Null gewonnen haben. Und das macht natürlich immer viel aus, diese zu Null-Siege. In der Tat, das schenkt ein. Willisau gewinnt von den insgesamt 10 Kämpfen 6, ohne dass für Hergiswil ein einziger Punkt davon abfällt. Zwei davon gar mit technischer Überlegenheit und der Schultersieg. Dementsprechend nüchtern Bilanz von Hergiswil. Willisau hat eine sehr starke Mannschaft aufgestellt und wir mussten uns noch kurzfristig ein bisschen umändern, die Aufstellung, und jetzt haben wir am Schluss noch einen sich beim Aufwärmen verletzt. Aber ja, gewisse Faktoren, der Kampf ist da, aber gleich manchmal gewisse Situationen, die Abklärtheit, die fehlt. Ja. Und zum Schluss noch ein Blick auf die anderen Begegnungen vom Abend. Überraschungen gibt es keine. Freiham gewinnt daheim gegen Schattdorf 25-11 und Einsiedeln verliert daheim gegen Kriesere 15-23. Verpassen Sie nicht unsere detaillierte Berichterstattung am Dienstag, unter anderem mit dem Überblick zu wichtigen Kämpfen, interessanten Interviews und den beiden Ringerporträts. Und natürlich Telenapfo auf YouTube abonnieren, nicht vergessen. Ringen dank starken Partner. Folgende Firmen haben Ihnen diese Sendung präsentiert: Draxler Haustechnik Willisau, Brack, besser online einkaufen, Stutzbau bietet Lehrstellen, Reifeisen, Swiss Helikopter, Ihre kompetente Partner für alle Helikopterflüge und Helikoptertransport. Lehr-Milchtechnolog, bewirb dich jetzt bei der neuen NAF-Milch AG.